im Bürobereich. Ganz einheitliche graue Türen, Angehörige, Bewohner haben Probleme, immer die richtige Tür zu finden, beispielsweise zur Verwaltung. Und dann kam halt die Idee, dass wir gesagt haben, wir können die Türen doch farblich folieren lassen. Die Bewohner fanden diese Idee ganz toll und sind seitdem ganz begeistert. Und wir merken einfach, wir müssen jetzt nur noch sagen, die rote Tür ist die Verwaltung, die gelbe Tür ist die Einrichtungsleitung. Dass wir überlegt haben, gemeinsam mit der Aluheim-Zentrale, ob wir dieses Projekt nicht ausweiten können, gerade zum Thema Orientierung bei demenziell veränderten Bewohnern, die vielleicht ihr Zimmer nicht so richtig finden, dass wir gesagt haben, Mensch, wir könnten die Türen noch individuell gestalten. Also ich denke, so eine Folierung, gerade wenn man Erinnerungen einbringen kann von den Türen, ist bestimmt gut für die alten Menschen. Ob es jetzt eine Haustür ist oder ich kriege eine schöne Folierung mit einem Motiv vielleicht von meinem Hobby, was ich früher hatte, dass ich vielleicht gerne angeln gegangen bin oder andere Dinge von dem Garten, von schönen Blumen oder so. Ich glaube schon, dass das den alten Leuten hilft. Vor 4-5 Wochen mit Bewohnern und Angehörigen versucht zu recherchieren, wie sah die Haustür früher aus oder welche Hobbys, Interessen könnten wir vielleicht aufnehmen, haben viel im Internet gemeinsam recherchiert, aber dass die Begeisterung heute doch so groß war, da hat, glaube ich, keiner mitgerechnet. Also das Strahlen von den Bewohnern und Bewohnerinnen zu sehen, war herzergreifend. Eine folierte Tür gibt Ihnen mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel zur Orientierungshilfe oder um schöne Themen oder Hobbys, die Sie damals wahrgenommen haben oder durchgeführt haben, hier auch wieder zurück in Ihre Erinnerung zu bekommen. Ich würde die Folierung der Türen gerade als Orientierungshilfe besonders auch anderen Aluheimen empfehlen, die vielleicht auch die Bereiche Demenz mit abdecken. Wir haben ja auch geschützte Einrichtungen für demenziell erkrankte Bewohner, weil es einfach eine ganz tolle Orientierungshilfe ist.